Liebe Freunde, liebe Mitstreiter, liebe Interessierte, heute seht ihr mich mal hier aus dem tiefen Schwarzwald, mitten aus einer Waldquelle. Und jetzt fragt ihr euch sicher, was will ich euch heute mit einer Waldquelle zeigen? Naja, vielleicht wie ich mein Wasser habe für den Wohnwagen. Das seht ihr hier schon ein bisschen. Aber das soll nicht unser Hauptthema sein. Unser Hauptthema ist heute Ostern. Denn wir haben ja Ostern. Und ihr fragt euch jetzt sicher, was hat jetzt Ostern mit 5G, mit Mobilfunk und all den Dingen, die uns belasten und beschäftigen, auch mit Corona, was hat Ostern denn damit zu tun? Und ich muss sagen, ganz, ganz viel. Ja, es denkt mir gerade, ganz, ganz viel. Ja, ganz einfach. Was feiern wir denn an Ostern? Wir feiern den Tod, beziehungsweise vor allem feiern wir die Auferstehung Jesu. Und der Auferstehung geht natürlich der Tod am Kreuz voraus. Und was hat es mit unserer heutigen Zeit zu tun? Und zwar ganz, ganz viel. Denn die jetzige Zeit ist die Zeit, wo die teuflischen Mächte noch ein letztes Mal versuchen, wirklich die ganze Menschheit unter ihre Kontrolle beziehungsweise sogar die Menschheit zu vernichten. Und das machen sie mit ganz viel und mit einem Punkt ist natürlich 5G. Und wir sind seit über 2000 Jahren in der Heiligen Geschrift gewarnt vor 5G. Ich habe dazu noch einen ausführlicheren Vortrag, wie sich das zusammensetzt. Das kriegt ihr dann auch, das könnt ihr auch separat dann nachsehen. Aber entscheidend ist mir heute an Ostern diese große Kraft der Auferstehung. Und ihr seht es hier ein bisschen an dieser Waldquelle. Ihr seht überall noch Schnee, aber an dieser Quelle, da wo lebendiges Wasser fließt, ist kein Schnee. Und das ist mir irgendwie heute so ein Bild gewesen, was ich euch mitgeben möchte. Diese große Kraft der Auferstehung Jesus, das ist eine lebendige Kraft, eine Kraft, die von Gott kommt. Und diese Kraft, die kann niemand bremsen. Auch kein Schnee und kein Frost. Und so ähnlich ist das kleine Bild der Quelle. Die Quelle bricht sich ihren Bahn hier durch den Schnee. Trotz Temperaturen, die unter Null sind, trotz Frost, kann die Quelle fließen und Wasser fließt immer. Und genauso fließt einfach auch die Kraft Gottes. Und ich glaube, das ist so wichtig heute, dass ihr wirklich euch bewusst macht, egal wie es ausschaut, egal wie eine vermeintliche Übermacht ist, wir haben Lockdown, alles ist gesperrt, jetzt an Ostern soll noch mehr gesperrt werden. Und trotzdem wird überall 5G aufgebaut, überall neue Bauanträge, jegliche letzten Wälder, die noch komplett frei sind, sollen versorgt werden. Und all diese Übermacht, die macht eins oft so den Eindruck, dass wir gar nichts machen können. Und genau da möchte ich euch Mut machen, das ist falsch. Umso weniger es ausschaut, dass wir was machen können, umso mehr können wir tun. Und das ist irgendeine wichtige Botschaft zu Ostern, dass wir jetzt wirklich zusammenstellen. Es sind teuflische Mächte, die die Menschheit hier praktisch zerstören wollen, die die Natur kaputt machen, die ganze Schöpfung kaputt machen wollen, egal welcher Art. Und eine Art ist auf jeden Fall der ganz stark ausgebaute Mobilfunk. Auch die Sucht, die Menschen wirklich in diese Smartphone-Sucht bringt, in diese tiefgehende Sucht, die können fast nicht mehr loslassen. Auch diese Sucht ist teuflisch bedingt und es muss nicht so bleiben. Und wir haben die Aufgabe, wirklich hier durch die Auferstehung Jesu durchzugehen, uns diese Kraft zu nehmen und da durchzubrechen und uns nichts mehr gefallen zu lassen, weil es ist einfach vorbei. Die teuflischen Mächte haben nicht mehr viel Zeit, haben nur noch kurze Zeit, wo sie so wirken können und wir können das verhindern, beziehungsweise wir werden das zum Guten wenden. Und ich möchte euch heute wirklich Mut machen. Macht einen Neuanfang mit diesem Gott, der Wunder tut. Ihr seht es hier, wie so eine Quelle aus dem Berg kommt, wie trotz Schnee und so weiter hier schon Wasser fließt. Das sind einfach Schöpfungswunder, auch dass ich jetzt 18 Jahre im Wald lebe und immer noch da bin, wo ich nie einkaufen gehe und kaum finanzielle Mittel zur Verfügung habe. Und trotzdem bin ich noch da und trotzdem kann ich diese Arbeit und all das machen. Und das ist für mich ein Wunder. Und dieser Gott, der Wunder tut, den möchte ich euch einfach heute ans Herz legen. Fangt neu mit ihm an. Nimmt diesen Jesus, der Wunder tut und der wirklich heute noch lebt. Er ist ja auferstanden, er lebt heute noch. Fangt eine persönliche Beziehung mit ihm an. Macht einen Neustart in eurem Leben. Fangt an, die Bibel zu lesen. Ihr kriegt unten noch einen Link vom Bibelserver. Da könnt ihr euch online alle Bibelversionen anschauen. Besorgt euch ein eigenes Buch. Besorgt euch eine Übersetzung, die ihr gut verstehen könnt. Und lest die jeden Tag. Ich habe als 15-Jähriger angefangen, jeden Tag Bibel zu lesen. Und ich kann euch das nur ans Herz legen. Ohne diese starke Verbundenheit und dieses lebendige Wort Gottes hätte ich all die Jahre mit dem Mobilfunk und hier draußen in diesem 18 Jahre Lockdown, ja, oder 18 Jahre soziale Isolation nie überstanden. Und die vielen Dinge, die mir hier draußen passiert sind und immer noch passieren,
und auch die schwerwiegenden Podiumsdiskussionen, was ich alles für Aufgaben habe, das hätte ich alles nicht geschafft ohne diesen Gott, der Wunder tut. Und ich weiß, er wird noch mehr Wunder tun. Und er möchte euch dabei haben in seinen Kampfreihen, in seinen Schlachtreihen, in seinen Gebetsreihen. Und ich möchte da wirklich aufrufen, dass wir gemeinsam jetzt starten, auch ins Gebet für eine gesunde Zukunft, für eine gesunde Zukunft, lebenswerte Zukunft auch für unsere Kinder, für unsere Enkel, dass wir da gemeinsam reingehen. Jetzt nach Ostern beginnend, im Pfingsten gibt es ja nochmal eine neue Kraft. Im Pfingsten kam der Geist Gottes und den werden wir weiter brauchen. Ohne diesen Geist Gottes, der wirklich alles bewirkt, ist eh hier unten nichts mehr zu machen. Ich denke, politisch und auch was wir alles bürgerlich versucht haben, über Jahre einen politischen Weg zu finden, einen gemeinsamen Weg mit vielen Organisationen. Ich würde sagen, es gescheitert bis auf wenige Ausnahmen. Wir brauchen heute neue Wege. Und ich rufe euch auch wirklich einen Neuanfang mit diesem Gott zu machen, der Wunder tut. Tut ihn nicht rausschmeißen aus eurem Leben, aus eurer Umgebung, aus euren Familien. Ihr könnt es machen, aber ihr seht, es geht überall bergab. Überall, wo Gott rausgeschmissen wurde, auch aus den Gesetzen, aus der Verfassung und wo er alles rausgeflogen ist, es geht überall bergab. Und darum sage ich, machen wir einen Neuanfang heute an Ostern. Ihr findet unten noch einen Link zu meinem Newsletter, da werdet ihr noch mehr Infos bekommen. Fangen wir an und stellen wir uns gemeinsam hin, gemeinsam im Gebet, im gemeinsamen Proklamieren, im gemeinsamen Ausrufen einer positiven Zukunft für unser Land und letztendlich für die ganze Welt. Und das wünsche ich euch heute hier aus einer Quelle, aus einer lebendigen Quelle und genauso wird Jesus die lebendige Quelle in eurem Leben sein. Macht einen Neuanfang und startet durch. Wir brauchen euch. Und danke, dass es euch gibt und danke, dass ihr so viel Arbeit und so viel Mühe macht und danke, dass ihr euch für diese wertvolle Zukunft und all das einsetzt. Es grüßt euch ganz herzlich aus dem weißen Schwarzwald, euer Uli Weiner.